Yo, yo, servus Leute, euer Tamawamo TV wieder am Flexen Main. Und wir sind back mit einer neuen Folge von Road to Platz 1, R2 P1, man. Wir knüpfen nahtlos an der letzten Folge an, indem wir einfach Dritter geworden sind. Ein Fotzenhaar am ersten Platz vorbei. Aber Bros, was er noch nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden. Stay positive, man. Und ich würde sagen, let's do this. Aber bevor wir anfangen, falls noch nicht mein Kanal abonniert habt, dann könnt ihr es To-Do-List-mäßig machen. Schläge den Like-Button, dieses Video mit dem Knüppel, Main, und check meine anderen älteren Videos ab. Random Roulette, etc. Ihr wisst, you know what it is, Main. Let's go. Yo, let's go, Mann. Ihr wisst doch ganz genau, wo wir hinfliegen, Mann. Ich brauche es doch gar nicht mehr zu sagen, oder? Downtown, man. Let's go. Ich bin hype, Bros. Ich bin hype. Wir schaffen es, Mann. Mindestens Dritter. Das ist die Devise, Mann. Wir hoffen ganz stark. Was heißt hoffen, Mann? Wir gehen einfach mal davon aus, Mann. Weil Skill pay the bills, man. Und Skill. So heiß ich eigentlich. Warte mal, gibt's hier oben überhaupt was, oder? No. Okay, dann gehen wir runter. Und ich weiß, bei diesem Hochhaus, wir laufen einfach. Es ist halt in jedem Stockwerk, ist kein einziges Geschoss, wo man irgendwie betreten kann. Deswegen jumpen wir einfach mal suizidimäßig runter, Alter. Okay, Mann. Wir haben es einfach geschafft. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fallschirme sich in diesem Rucksack befinden, wo wir anhaben. Aber, hey, Infinity Ward, man. Your logic is on point. So. Wir sind im, ja, irgendwas Rutski-mäßiges. Ich höre doch einen Kühlschrank, Mann. Gib mir those Kühlschrank-Vibes. Ne, Mann, das muss drin sein, Alter. Aber wo? Wollt ihr mich verarschen oder so? Okay, nehmen wir mit, Alter. Warum nicht? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen Kill bei Warzone gemacht haben mit dem Schrotti. Ah, da ist er doch, Alter. Boom, bad boy. Ja, Mann, den nehmen wir safe. Wir holen uns die Ska wieder zurück. Achtung, feindliches Team verfolgt deine Position. Nix Team, feindlicher Typ. Ah, okay, gut, die anderen können mich auch verfolgen, ja. Ich werde verfolgt, ganz offiziell. Aber kommt her, Mann. Komm, at me, man. Denkt ihr, ich habe Angst oder was? Or something? Einfach immer die Tür zumachen. Das hat mir meine Mom immer von frühester Stunde immer so beigebracht, wenn ich einen Raum betrete. Ziehen wir auch hier in Warzone weiter, man. Okay, im Bus befinden sich Kühlschränke. I smell them. I hear them. Okay, oh, eine Drohne, Mann. Ey, das ist... Oh, noch ein Kühlschrank, Mann. Ey, wisst doch, Mann. So langsam sind Drohnen ein Must-Have, halt in diesem Spiel. Wow. Yo, 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 yo. Okay, ich weiß, dass sich da einer befindet. Was machen wir aber? Wow. Okay, der ist da, der kommt von da. Safe. Alter, ich habe seine Beine auseinandergenommen. Ah, hat doch nichts gebracht. Hat doch nichts gebracht, Mann. Und du kommst zurück an die Front. Ja, komm. Du verlierst, bald aus. Ich weiß. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Nee? Komm, wir schmeißen die mich, Mann. Ich verstehe das halt, mit der Pistole bin ich immer so ein verdammter Loser. Loser. Okay, Leute, Attempt numero dos, würde ich sagen. Und diesmal sind wir nicht so leichtsinnig. Wenn wir verfolgt werden, dann nehmen wir den Scheiß auch ernst, Mann. Solltet ihr in euren Warzone-Games auch auf jeden Fall so tun, Mann. Aber es war ein bisschen blöd, weil ich war ein bisschen selber dran schuld. Weil ich diesen fahrenden LKW selber also angeschossen habe und in dem Punkt dann mich ja aufmerksam gemacht habe für die anderen. Und ja, das war sehr blöd. Ich meine, ich hätte dann auch ganz leicht besiegen können, aber wie sagt man so schön, im Eifer des Gefechts fick ich dich. Was jetzt? Yo, man, let's go. Wir sind wieder im Bundestag unterwegs. Ziele sind mit thailändischen Flaggen. Let's go. Boom, Tür zu. Weil wir gute Manieren haben, man. Da ist doch einer, da ist doch einer. Da! Komm her, komm her! Komm! Wow! Ah. No!
Wir hätten ihn doch gehabt. Guck jetzt, was. Mann. Oh, diese Revolverkacke, Mann. Ja, komm. Angriff ist die beste Verteidigung, Alter. Komm. Mach sie fertig. Ha? Ja. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Siehst du? Siehst du, was sollte ich denn machen? Was sollte ich machen? Okay, Versuch Numero 3. Ich bin sehr abgefuckt, Guys. Aber, ja, Mann. Ja, ich nutze jetzt diese Aggressivität und wandle die einfach in Kills um, man. Und denkt ihr, ich ändere jetzt meinen Gameplan oder so? Nein, Downtown, Alter. Bundestag, I see you, man. Und ich flieg dahin jetzt. Warum? Wann habe ich das gedrückt, Alter? Wollt ihr mich verarschen oder was? Flieg dahin jetzt, Mann. Nee, Alter, nee. Also die letzte Runde war so ziemlich mit Abstand die bitterste, der bitterste Tod, den ich auf jeden Fall, ja, inhaliert habe und so. Deswegen, ja, mal, let's go. Komm, ich höre euch, ich höre euch. Deswegen, was geht's jetzt? Verdammt, hab nicht mal Zeit gehabt, eine anständige Waffe hier zu ziehen, jo. Was ist denn los, Alter? Und jetzt, was wollt ihr jetzt machen, Alter? Jetzt, nein, Mann, das ist Bad Vibes. Ich verspüre Bad Vibes, Alter. Los geht's. Beruhigen uns für 1-2 Sekunden. Und ich glaube, dass das, was mich am meisten abfuckt, ist, dass man. Das kotzt mich an, Alter. Das dauert gefühlt immer 5 Minuten, bis man in ein verdammtes Spiel reingeschleust wird, Mann. Okay. Okay. Muni. Was machen wir jetzt? Sollen wir hier warten? Nein, machen wir nicht. Wo ist das Kreis? Das Kreis ist auf jeden Fall vorhanden. Das, der, die, das Kreis. Mir doch scheißegal, Mann. Los geht's. Los. Okay, Kühlschrank. Mm. Hashtag Lute, bis ich blute, man, in die Kommentare. Ihr wisst doch ganz genau, Alter. Ihr wisst es doch. Ich buchstabier's für die crazy Analphabeten, Alter. A. Für Analphabet. Und zwar Hashtag Raute, ja, für die Deutschen unter uns hier. L Doppel O T E B wie Bertha I S I C H. Ich hab einfach den Hashtag vergessen. B L U T E, man. Lute bis ich blute. Come on. Okay. Wir werden, wenn wir sterben, ja. Ich sag mal so, wir sterben, ja, innerhalb Top 50. Realistischerweise. Und das ist noch irgendwie ein Witz. Und dann kommen wir aus diesem verdammten Gulag raus, Alter. Und wenn nicht, schiebe ich diesen Revolver, ja, jemanden einfach so tief in den Darm, Alter. Und warum suche ich hier die Konfrontation? Eigentlich ist das sehr deplatziertes Verhalten, den ich hier am Tag lege. Come on. Ich versuche jetzt weniger Scheiße zu reden und einfach mich aufs Spiel zu konzentrieren. Ja, dich habe ich doch gesehen, mein Freund. Ja, das war billig. Schon etwas billig. So am Dixie-Klo sich hier zu verstecken. Wie sehe ich aus? Sehe ich aus wie so ein Downy oder was? Dass ich hier so wie so ein Behinderter, der so vorbeirennen würde. Und du mich dann hier off-guard treffen würdest? Sollen wir den nehmen? Ja, wir nehmen den. Der hat ein Visier. Der hat ein. Da ist einer, da ist er. Ich hab's genau gesehen. Alter, der verbrennt mich einfach. Was denn hier? Ganz ehrlich. Das hatte Stil, Mann. Ich wurde bis jetzt noch nicht verbrannt, Alter. Nicht schlecht. Ey, ganz ehrlich. Hut ab, Alter. Hut ab. Jetzt riecht's nach verbranntes Arschloch, Alter, auf der Lobby. Schon wieder so ein verdammten. Mach deinen Gegner fertig oder nimm das Ziel ein. Ja! Danke! Ja, aber. Ist nicht mehr allzu viel, oder? Zum Looten. Looten bis ich bloody, man.
Gehen wir mal zum Airport. Oh shit, ich höre da was, ich sehe da was. Raketenwerfer. Für die Leute, wo denken, hey, mit dem können wir uns jetzt anlegen, weil der nur eine mickrige Handgun hat. Und wenn da eins auf ist, warum ist dann hier noch eins? Oh, das sieht nice aus, Mann. Sieht richtig nice aus. Okay. Ich hab gedacht, da wäre jemand. Weniger denken, mehr machen, man. So, wir gehen jetzt einfach zur nächsten Halle. Ich brauche einen verdammten Brustschutz, Mann. Brustschutz. Komm, 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 komm. Tretmine. Sehr gut, Mann. Sehr gut, sehr gut. Und wir springen die ganze Zeit gegen so eine Laterne da oben, oder was? Komm, komm, komm. Let's go. Ah, alles gelootet, Mann. Alles gelootet. Was machen wir jetzt? Brauchen einfach einen Busschutz. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Ja. Ich weiß nicht, haben die so einen Lagerfetisch oder was ist hier los, Alter? Haben die nicht genug gehabt, Alter? Das ist doch ein verdammten Busschutz zumindest, yo. Oh, nee, Mann. Ich laufe da irgendjemand die Route hinterher. Zumindest haben wir das noch. Und? Geld. Und noch mehr Geld. I take it, man. I take it. Ey, da geben sich ein paar vorne. Das begutachten wir mal kurz. Es kommt zumindest von der Richtung, aber... nichts Nennwertes zu sehen hier. Ja, die geben sich hier alle. Die geben sich hier alle, halt. Okay, ich höre ein Scharfschützgewehr. Okay. Wie sieht die Taktik aus? Scheiße, Mann, warum ist hier alles schon gelootet, ey? Ich fühle mich ein bisschen nackt. Ah, da haben wir doch einen. Aber warte, der läuft weg. Der läuft weg. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Ja, wo? Wo, 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 wo? Komm mal, komm mal. Ah, scheiße, ist so weit weg. Immer, immer ist irgendwas in der, im Weg. Das Gas kommt näher. Neue ja. Sicherheitszone wird markiert. Ist okay. Scheiße. Wir müssen uns beeilen. Sonst wird hier alles weggelootet. Das wollen wir nicht. Boah, Alter. Ich dachte gerade. Habt ihr es auch gehört? Sieht auch nicht so geil aus. Ja, das ist doch gay. Also, da war doch eine... Wollt ihr... Ihr habt es doch gesehen. Warum ist sie verschwunden, Mann, vor meiner Nase, Alter? Will mich da jemand provozieren oder so? Okay. Ah, bringt doch nichts, Alter. Okay, wir legen uns einfach hin und warten, bis der hier vorbeiläuft. Heute ist nicht mein Tag. Deswegen würde ich sagen, das war's mit der elendigen Folge. Falls ihr es aus komischen Gründen doch gefeiert habt, dann schläge den Like-Button, Alter. Folgt mir auf Twitch, abonniert meinen Kanal. Und in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.